Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen beim neuen Video auf meinem Kanal. Es ist immer noch komisch, das zu sagen. Ich heiße Aljoscha, so heißt auch mein Kanal. Richtig kreativ. Das Video, auf das ich heute reagieren möchte, heißt: Sollten wir weniger Fleisch essen? Das sagt die Wissenschaft. Ich fand das Link auf jeden Fall spannend und ich habe mir überlegt, ich würde gerne mit jemandem das zusammen machen, der auch richtig gut connected in der veganen Szene ist, mich größtenteils eigentlich nervt. Jetzt denken wahrscheinlich viele Gordon, aber nein. Es geht um Julian von Flatzig Stark. Ich weiß nicht, ob ihr den Kanal kennt. Falls ihr ihn noch nicht kennt, habt ihr nichts verpasst. Nein, das ist ziemlich cool. Johannes, der gute Mann, blendet euch das mal ein. Und dann könnt ihr euch das mal angucken bei Instagram, weil er macht auch sehr viel gute Aufklärungsarbeit. Ich würde ihn an zweiter Stelle neben meinem Kanal platzieren. Ich hätte jetzt auf ihn eigentlich zu bashen, weil er soll jetzt eigentlich gleich hier hinkommen. Oh, krass. Hallo, hi. Na? Technik heutzutage. Du machst ja normalerweise keine YouTube-Videos. Ist es für dich jetzt extrem aufregend? Schwitzt du schon? Ich schwitze, das liegt aber auch an der Hitze draußen. Aber ich fühle mich neben dir ganz wohl. Das ist schön. Die Kamera, die macht mich noch ein bisschen betroffen, aber ansonsten bin ich gespannt auf das Video. Wo schwitzt du denn? Hier. Ja. Hier. Nur auf der einen Seite? Oder linke Arschbacke. Beide. Schweiß. Ich muss ja sagen, wir haben uns ja so ein bisschen kennengelernt, als wir auf Instagram unser Reel zusammen gemacht haben, das erste. Und wir haben ja gar nicht damit gerechnet, dass es so abgeht. Obwohl, das zweite Reel ging richtig doll ab, ne? Mir geht's hier ums Prinzip. Du machst hier einen auf... Halt's Maul. Einspruch, wir kennen uns schon viel länger als diese Reels. Ja, aber davor warst du mir irgendwie ein bisschen egal. Okay, also Erfolgsfan. Ja. Erfolgsfreundschaft. Ja, Erfolgsfreundschaft. Instagram, jetzt auch YouTube. Dein Wert ist oberflächlich. Deine Zahl. Es ist alles. Ich bin eine Zahl. Witzigerweise ist das Erste, was wir hier sehen, eine Zahl. 704. Ich habe ein Bedürfnis, ja, sag mal, dass bevor wir das Video starten, wir haben es beide noch nicht gesehen, gar nicht. Wir wissen überhaupt nicht, was da jetzt passiert. Das vielleicht schon mal vorträglich einzuordnen. Weil es geht ja um dem Video, sollten wir weniger Fleisch essen, das sagt die Wissenschaft. Weniger Fleisch bedeutet, es wird hier keine vegane Position diskutiert, sondern nur die reduktionistische, also aus welchen Gründen man das reduzieren sollte. Mhm. Was mich darauf schließen lässt, dass es hier wirklich nicht um Tierethik gehen wird. Vielleicht doch, was spannend wäre, weil dann haben wir auf jeden Fall was zu diskutieren. Ich hoffe, dass es ein bisschen mit anschneidet, aber ich glaube vom Gefühl her auch eher nicht. Also ich hätte von vornherein auch gesagt, es wird wahrscheinlich um Umwelt und Gesundheit gehen. Ja, vielleicht auch nur um eins von beiden. Vielleicht auch nur um eins von beiden. Vielleicht deutet auch die 704 schon auf irgendwas hin. 704 sehen wir hier. Was könnte 704 bedeuten? Bei Quark. Schreibt es in die Kommentare. Aber war das nicht bei Lost in der Serie? Ich weiß nicht, die Leute, die mir zugucken, sind wahrscheinlich zu jung. Aber Lost, da war doch mal so eine Zahl. Ich habe es nicht geguckt. Ich bin komplett lost. Ich kenne die Serie nicht. Es lohnt sich auf jeden Fall, auf die Glocke und das Abo zu drücken. Ich weiß, es ist immer super nervig, wenn Leute das sagen. Aber es ist halt wirklich so, es bringt mir was, es bringt euch was. Weil dann werdet ihr informiert, wenn... Macht es nicht. Danke. Macht es einfach nicht. Ja. Das bringt nicht. Okay, wir fangen jetzt einfach mal an, ja? Ich bin sehr gespannt, was kommt. Und du kannst jederzeit Stopp drücken, und wenn ich dir das erlaube. Kommentieren. 852 Tiere. Damit haben wir ja schon auf jeden Fall die Antwort auf die Frage, wofür die Zahl ist. Nämlich für gar nichts. Sie steigt. Warte mal, 852 Tiere essen wir jährlich? Was kommt als nächstes? Oh, nee. Jeder Mensch isst 852 Tiere in seinem Leben. Ah ja, in seinem Leben, ja. So viele isst jeder von uns im Schnitt in seinem Leben. Klingt. Ich habe dazu mal einen Post gemacht, da waren es über 1000. Vielleicht eine andere Quelle. Weißt du, was ich auch entspannt finde? Sie hat gerade jeder gesagt. Es wird gegendert? Mhm. Da werde ich aber, glaube ich, unfassbar viel. Wahrscheinlich nichts verstehen. Das sind für mich dann Hieroglyphen. Wenn man gendert, verstehe ich nichts mehr. Wir können jetzt an dieser Stelle das Video abbrechen. Ich möchte mir sowas nicht angucken. Diese Gender-Ideologie. Dieser öffentlich-rechtliche. Der ultimative Gegenvorschlag? Gar keine Tiere mehr töten, gar kein Fleisch mehr essen. Aber wenn wir... Sind wir für? Ja. Video beenden, das war's. Wir sind mit den genannten Punkten relativ einverstanden. Fertig. Nächstes Mal. Ehrlich sind, ein kompletter Verzicht ist äußerst unrealistisch. Aber einfach so weitermachen? Was sagt die Wissenschaft dazu? Also, das stimmt. Leider ist es ja irgendwie aktuell für mich auch noch eine Utopie. Glaubst du dran? Ich wünsche mir so eine Welt, aber es ist noch ultra weit weg. Und wir arbeiten natürlich beide dafür irgendwie, ne? Dass keine Tiere mehr für Fleisch getötet werden müssen. Und auch für andere Sachen nicht. Wir sind noch richtig weit davon weg. Ja. Sollten wir weniger Fleisch essen? Was macht das konkret mit der Umwelt, mit den Tieren, mit unserer Gesundheit? Wir... Okay, wow. Tierethik-Aspekt scheint mit drin zu sein. Finde ich richtig gut. Wir machen Tabula Rasa. Fleisch als Lebensmittel ist eigentlich eine coole Sache. Es enthält alle wichtigen Makronährstoffe. Eiweiß, also Protein, Fett, Mineralstoffe, Vitamine. Makronährstoffe, ja. Ja, Vitamine, also ja, lol, es enthält... Vitamine sind keine Makronährstoffe. Erstens das und zweitens, also Mineralstoffe auch nicht.
Es enthält nicht alle. Enthält es alle wichtigen? Wichtigen? Also natürlich enthält es Fett, es enthält Protein. Ja. Und natürlich, also klar, sowas wie Eisen, aber Makronährstoffe sind für mich halt eben Fett, Protein, Kohlenhydrate. Kohlenhydrate fehlen so ein bisschen im auch, Fleisch. Zum Beispiel. Und was ich auch interessant finde, ist, dass man Fleisch als Mineralstoff oder Vitaminquelle nimmt. Also natürlich enthält es irgendwie Eisen, mit Sicherheit auch, wenn man jetzt B12 zum Beispiel nimmt. Aber ansonsten, es ist jetzt nicht so, dass man, also es enthält die, aber es ist jetzt keine Vitaminquelle. Niemand würde jetzt irgendwie sagen. Naja, Vitamin B12-Quelle schon, auch historisch betrachtet. Ja. Stimmt natürlich schon. Ist auch ein wichtiges Vitamin. Ist natürlich bei veganer Ernährung spielt es eine große Rolle. Ja, weiß ich nicht. Kann man jetzt vielleicht erstmal so stehen lassen. Ist nicht falsch, aber ja. Ist weird, wenn es so platziert bleibt. So, ja. Kauf eins, krieg alles. Okay, es fehlen Kohlenhydrate. Ah, ja. Das ist aber kein Problem, denn Energie kann unser Körper auch aus anderen Bausteinen gewinnen. Protein. Dann okay, aber wären dann wir in der ketogenen Ernährung. Absolut. Wenn man jetzt nur Fleisch essen würde. Und trotzdem fehlen ja auch Vitamine und Mineralstoffe. Also es fehlen ja welche. Das ist ja nicht so, dass die. Aber Sie haben jetzt auch nicht den Punkt gemacht, dass man sich nur von Fleisch ernähren sollte. Sie haben oder könnte am Anfang gesagt, alles. Also wir warten jetzt mal ab. Und Fett sind mindestens genauso energiereich. Allen voran besteht Fleisch. Vor allem kommt es ja nicht nur auf die Quantität, sondern auf die Qualität der Sachen an. Also welche Fette sind enthalten zum Beispiel, ne? Fleisch aus bis zu einem Viertel Protein. Und das ist wichtig für den Aufbau von Muskeln oder Knochen und all dem Kleinen, was in unserem Körper so kreucht und fleucht. Dafür brauchen wir bestimmte Proteinbausteine aus der Nahrung, weil wir sie nicht selbst herstellen. Es geht also um Menge und Qualität. Und da schneidet Fleisch besonders gut ab. Außerdem wird Aminosäurenprofil. Ja, ist gut bei Fleisch. Ist super. Dem wird tierisches Protein vom Körper schneller aufgenommen als das von eiweißreichen Pflanzen, wie etwa Soja. Okay, gut. Schneller, wobei Geschwindigkeit ist ja jetzt hier auch nicht das Kriterium, ne? Aber kann richtig sein. Also. Beim Sex ja auch nicht. Hä, doch. Gute Sache also, dieses Fleisch. Nur um Protein zu uns zu nehmen, haben wir zwei Optionen. Wir bauen etwa Soja an, ernten es, verarbeiten und verkaufen es und bereiten es zu. Zack, genug Protein. Oder Soja, auch eine sehr komplette Proteinquelle. Was Soja ist eine super Proteinquelle. Was das Aminosäureprofil betrifft. Was gab es denn noch? Soja war, glaube ich, eins der besten. Und es gab noch eins in der Pflanzen. Ja, ich glaube schon. Es gab noch was sehr, sehr gut ist, außer Soja. Aber ich habe es gerade nicht im Kopf. Was man aber jetzt dazu sagen muss, die Aminosäurewertigkeit oder Proteinwertigkeit von einem einzelnen Lebensmittel ist jetzt gar nicht so ausschlaggebend, weil wir uns ja täglich von Vollkornprodukten, von Hülsenfrüchten und so weiter ernähren und die Aminosäureprofile gegenseitig ergänzen. Richtig. Wenn wir uns vielfältig pflanzlich ernähren, laufen wir also nicht Gefahr, irgendeine Aminosäure zu wenig zu bekommen. Genau, und alle Aminosäuren kommen ursprünglich aus Pflanzen. Das heißt, in der Kombination, wie wir eigentlich essen sollten, nämlich schön gemischt und nicht jeden Tag nur 2 Kilo Kartoffeln und sonst gar nicht, müsste es eigentlich immer hinhauen oder sollte es hinhauen. Wir bauen Soja an, wir ernten es, schiffen es um die Welt, bringen es in einen großen Stall, immer wieder, das Rind frisst es und wächst. Dann schlachten wir das Rind, es wird verarbeitet, verkauft und zubereitet. Es fehlt ja theoretisch auch noch ein bisschen was, ne? Also ganz viel, ja. Es fehlt noch einiges. Also wir vergessen zum Beispiel auch, also das hat sie jetzt auch gar nicht gesagt, aber ich finde trotzdem, wenn man diese Kette sieht, also erstmal ist es schon eine ganz gute Darstellung, aber ich finde, wenn man darüber nachdenkt, dass diese Rinder halt eben auch noch, vielleicht machen sie es auch nochmal, ne? Furzen, Methan, Wasserverbrauch, Nitrat wegen Wasser und Pinkeln von den Viechern. Das kommt vielleicht ja alles noch. Was ich jetzt gedacht habe, was fehlt, ist, man kann das Rind ja auch auf eine Weide stellen und dann hat man die Soja-Problematik theoretisch nicht. Aber nicht in den Mengen. Also du kannst halt nicht die Mengen, die wir aktuell schlachten, auf eine Weide stellen. So, nö, könnte man in der Menge aktuell nicht. Und es stimmt ja, dass es eine gängige Praxis ist, dass Soja als Tierfutter dient. Ja. Aber es ist jetzt natürlich sehr reduziert auf diese zwei. Aber ich glaube, es geht auch einfach erstmal um vereinfachte Darstellung. Und genau dieses zweite System brummt. Das zeigen unsere nackten Fakten. Seit Anfang dieses Videos wurde Ich habe ein bisschen Probleme mit der Darstellung von Tieren. So, ich weiß, das ist wahrscheinlich sehr speziell irgendwie jetzt, ne, in so eine sehr wahrscheinlich extreme Richtung von mir. Aber ich finde Tiere aus der Massentierhaltung so karikaturistisch in so Schlachtkontext zu zeigen, ist irgendwie so ein bisschen makaber. Macht auch was mit mir, aber ich könnte es jetzt nicht einordnen oder bewerten. Naja, wir sprechen ja halt, ja gut, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen speziell. Mehr als 280 Tiere geschlachtet. Pro Jahr sind es 302 Millionen Rinder. 573 Millionen Schafe, 656 Millionen Puten, 1,5 Milliarden Schweine, 68,8 Milliarden Hühner, insgesamt mehr als 72 Milliarden Tiere. Das ist so
Krass. Landtiere. Landtiere. Die Fische haben wir da gar nicht mitgezählt und die werden auch nicht in Individuen, sondern in Tonnen gezählt. Und das sind auch nochmal eine ganze Menge. Das sind nochmal deutlich mehr Tonnen, als es insgesamt Tiere, Landtiere sind, die geschlachtet werden. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Ja, also und das ist halt auch absurd, diese Zahl. Weil ich glaube, als Mensch kann man bestimmte Zahlen gar nicht mehr so richtig verarbeiten. Das ist halt einfach so eine immens große Zahl. Und ich finde, da ist Dominion, die Szene mir sehr in Erinnerung geblieben. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass wir in allen Kriegen, seit es die Menschheit gibt, irgendwie 650 Millionen Menschen wurden getötet. Und dieselbe Anzahl an Tieren töten wir in 3 Tagen. Das ist in Dominion. Ich weiß nicht, lass es 5 Tage sein. Das ist halt einfach so absurd. Aber ich finde, es hilft einem so ein bisschen, diese Dimension zu verstehen. Ja. Und 20% des Fleisches könnte sogar für die Tonne produziert sein. Weil wir es gar nicht essen. Und es wird immer mehr Fleisch, denn wenn der Wohlstand steigt, wird mehr davon gegessen. Eben auch, weil es so billig ist. Vor 100 Jahren musste man für 1 Kilo Fleisch viel mehr von seinem Lohn zahlen. Und zwar so viel, dass wir heute nicht nur etwas mehr als 6, sondern mehr als 300 Euro zahlen müssten. Frage an dich. Mhm. Die Diskussion gibt es ja durchaus manchmal. Sollte Fleisch teurer werden? Mhm. Was ist dann mit den Menschen, die sich Fleisch nicht leisten können? Ja, schwierige Frage. Ist natürlich dann auf eine Art ungerecht. Gleichzeitig komme ich aus einer Perspektive, wo ich sage, ja, Fleisch für niemanden. So, und dann ist es ja auch egal. Ja. Was wahrscheinlich so auch nicht ganz stimmt. Aber es wird natürlich, als angenommen, wir machen es in Deutschland so teuer, dass sich das bestimmte Leute nicht mehr leisten können, andere aber weiterhin schon. Und dann, wenn wir jetzt rein vom Umweltaspekt ausgehen, genau, sind nur diejenigen an der Reduktion des Fleischkonsums beteiligt, die sich es einfach nicht mehr leisten können. Dann wäre es ja irgendwie schon auf eine Art eine ungerechte Benachteiligung. Es trifft immer, am Ende trifft es immer, muss man sagen, die Menschen, die sich am wenigsten leisten können, am härtesten. Und das ist einfach mega unfair. Natürlich bin ich bei dir, dass wir sind ja beide pro vegan, pro Fleischkonsum komplett weg. Es wird halt generell interessant, wenn man sagt, wir machen das den Preis entsprechend höher, quasi als Umweltpreis. Und Produkte, die einfach besonders umweltschädlich sind, sollten generell schlechter erreichbar sein. Und das Problem ist ja aber auch, dass da durch fehlende Bildung oder fehlendes Wissen Menschen, die weniger Einkommen haben oder einkommensschwächer sind, auch weniger Zugang zur Bildung haben, weniger Zugang dazu, wie ernähre ich mich überhaupt gesund, welche Nährstoffe bräuchte ich im Zweifel, wenn ich jetzt Supplemente oder sowas, das ist ja auch wieder alles mit Geld verbunden. Und ich finde, das ist so ein bisschen der Struggle am Ende, dass man gleichzeitig auch Wissen vermitteln müsste an Menschen, die finanziell schlechter dastehen, auch die Möglichkeit zu geben, hey, alle müssen mehr über Nährstoffe wissen und gesunde Ernährung. Und die Umwelt. Und die Umweltaspekt und so, ja. Ja. Und fucking sollten auch einfach mal Gemüse günstiger werden. Die Mehrwertsteuersätze sind ja auch ein Thema. Auf Fleisch und Milch zahlt man 7%, auf pflanzliche Alternativen 19%. Auch das ist ja eine Benachteiligung vom Preis. Ja, aber es ist halt schwierig, wenn man wirklich nur den Preis als Mechanismus einführt, weil dann wird es eventuell, wenn wir es in Deutschland machen, günstiges Fleisch aus Polen meinetwegen importiert. Dann haben wir da wieder irgendwie ein Problem. Ja. Es ist schwierig. Ich glaube, die Aufklärungsarbeit in der Breite der Bevölkerung, sodass man aber auch freiwillig das nicht mehr möchte, das wäre irgendwie wichtig und das ist dann natürlich super schwierig. Also ich würde am liebsten, dass Menschen, also dass einfach alles ein bisschen transparenter wird, das System, dass Menschen mehr verstehen, was hinter Fleisch steht, also mehr sehen, was hinter Fleisch steht und dieser ethische Aspekt einfach klarer wird. Ja, insbesondere der ethische. Gut, wenn es um Reduktion geht, vielleicht auch der gesundheitliche und der ökologische. Ja, das ist halt, am Ende hat das nichts mit vegan zu tun, aber es ist trotzdem irgendwie ein positiver Nebeneffekt und ich würde es halt cool finden, wenn das auch mehr thematisiert wird und wenn jetzt Leute sagen, ey, ich möchte aus gesundheitlichen und Umweltgründen meinen Fleischkonsum reduzieren, ist es ja trotzdem am Ende ein guter Schritt. Ja. Wir haben also einen extrem hohen Konsum und der hat Auswirkungen auf Tierhaltung, Einfluss auf die Umwelt, Einfluss auf deine Ernährung und Gesundheit und den Preis. Alles bedingt sich gegenseitig. Ich finde es wirklich bemerkenswert, dass sie die Tiere hier explizit erwähnen, weil in ganz vielen solchen Darstellungen und Erwähnungen kommt das Tier gar nicht vor, sondern es wird von Fleischkonsum geredet, es wird von Schlachtzahlen geredet und dann geht es aber nur um Umwelt und Gesundheit als die Faktoren, die man berücksichtigen muss. Weißt du, ich habe letztens bei Instagram gab es einen Post, ich weiß nicht mehr, was sie da gemacht haben, aber auch irgendwas über Tierethik oder irgendwas über Veganismus, ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht war es sogar ein Post, der äquivalent zu dem war, ich weiß es nicht mehr. Und da haben sie drunter geschrieben, unser links versiffter grüner Praktikant hat mal hier einen Post zusammengefasst. Stimmt, habe ich auch gesehen, ja. Und dann haben sie irgendwas geschrieben, dass der Praktikant halt vegan ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass der da Einfluss drauf hat, die Person. Ja, das könnte sein, ja. Denn je größer der Konsum, desto größer und schwieriger ist die Tierhaltung. Regelmäßig bekommen wir Fleischskandale mit. Trotzdem kaufen und essen die meisten von uns Fleisch. Klar, der Wurst sieht man das nicht an, was da so läuft. Was wäre also, wenn es im Kühlregal so aussähe? Ja. Sinnvoll? Wird sich nicht zeitnah durchsetzen. Ist vielleicht, ich weiß auch nicht, ob es... Wird einen riesen Aufschrei geben von LandwirtInnen. Die werden sagen, boah, das ihr verallgemeinert das. Genau. Und das ist ja nicht so. Und das stimmt ja auch ein Stück weit. Ich meine, man kann auch Tiere oder Fleisch produzieren. Ich sage jetzt produzieren in Anführungsstrichen. Auf eine Art und Weise, wo nicht solche Schockbilder entstehen. Ist natürlich nicht aktuell gängige Praxis. Aber es...
Das Ding ist halt, weit über 90% sind halt Fleisch aus Massentierhaltung. Ich mag das Wort Massentierhaltung ja schon auch nicht. Ne? Das ist immer so ein bisschen wie dieses negativ behaftete Wort, auf das man alles schieben kann und von dem sich alle distanzieren können. So wie, ja, ich bin nicht rassistisch, ich bin ja nicht homophob, ich bin das nicht. Nee, Massentierhaltung finde ich total scheiße. Ich finde, das macht irgendwie was, weil dann fängt man an, darüber zu diskutieren, ja, wann ist denn überhaupt Massentierhaltung? Und das ist, finde ich, die falsche Diskussion. Das sollte ja eher die grundethische Frage sein, müssen wir überhaupt Tiere töten, wenn wir nicht darauf angewiesen sind? Ja. Und natürlich kann man sowas schöner oder weniger schön gestalten und kann sagen, ich schläfer das eine Tier ein und das kriegt ganz sicher nichts mit und das hat vorher ein tolles Leben gehabt. Ja. Das ist natürlich eine bessere Version, als ein Tier ein furchtbares Leben haben zu lassen und dann auf grausamste Art und Weise zu töten, während es noch alles mitbekommt. Darf ich da kurz einhaken? Ja. Da kann man aber auch wieder das Argument machen, ist es quasi ethischer, ein Tier, was leidet, das Leben zu nehmen und ihm quasi das Leid zu ersparen, oder ein Tier, was ein glückliches Leben hat, das Leben zu nehmen und ihm dann noch glückliche potenzielle Lebenszeit, die es gehabt hätte, zu nehmen. Also irgendwie, ja, ich glaube, das Tier weiß das am Ende ja nicht. Also das ist ja nicht wie bei einem Menschen. Nee, aber unabhängig davon, es ist ja irgendwie in der ethischen Betrachtung, ich könnte es gar nicht so ranken, was von beiden jetzt schlimmer ist. Also ich würde es ranken. Ja? Ja. Ich würde sagen, dass das die erste Version, also dass man sagt, Tiere, die ein scheiß Leben hatten und die man dann tötet, die erlöst man zwar, das sage ich auch immer, das ist fast wie eine Erlösung aus der Hölle. Wobei man die Hölle ja selbst geschaffen hat. Die Hölle haben wir selbst geschaffen, genau. Das ist ja auch perfide. Das ist ein System, was sich selber befeuert. Aber das glückliche Tier weiß im Endeffekt ja nicht wirklich, das ist ja nicht so, dass du wie zu einem Mensch zu dem gehen wirst und sagen wirst, du, pass auf, ich gebe dir jetzt Narkose und dann wachst du nicht mehr auf. Wenn das wirklich so laufen würde, das ist ja auch nicht so. Und ich möchte das auch gar nicht befürworten. Keine der Versionen, by the way. Nicht, dass das jetzt hier komisch rüberkommt. Ja. Schon an der Bezeichnung Nutztier merkt man, dass sich der Mensch kulturell über Natur und Tier gestellt hat. Und so sieht es dann aus. Je mehr Tiere pro Fläche, desto höher der Ertrag. Tiere würden sicher sagen, zu wenig Platz für mich. Im Gegensatz... Lol. Ich glaube, die würden noch ein paar andere Sachen sagen. Ja. Nur so nebenbei, aber... Können sie halt leider komische nicht. Animation, aber ja, okay. Ja, können nichts sagen. Muh, zu wenig Platz. Okay. Im Gegensatz zu anderen Arten gibt's für Mastrinder... Das denken wir halt in der Bahn auch oft, aber es ist halt irgendwie weird. Okay, wow, die Animation ist auch sehr weird. Zum Beispiel keine gesetzlich verpflichtende Boxengröße. Stattdessen nur Empfehlungen oder Mindestanforderungen von bestimmten Gütesiegeln, die sich etwa an Größe oder Gewicht orientieren. Wenn man das mal auf uns übertragen würde, für den Durchschnittsdeutschen wäre das nicht mal ein halber Quadratmeter. Und für Schlachttiere heißt das viele Tiere zusammen auf engem Raum. So viel. Darf ich einmal ganz kurz sagen, dass wir jetzt bei Minute 4 Minuten 10 sind, ne? Und bisher überwiegt einfach so krass dieser ethische Aspekt, dass ich mega positiv überrascht von diesem Video bin. Ja, aber es geht hauptsächlich um die Haltung, ne? Es geht jetzt noch nicht um den Aspekt, dass Tiere überhaupt töten, der ja bei Veganismus dann die größere Rolle spielt. Das stimmt, aber naja gut, trotzdem ist es ja eine Frage der Ethik, wie wir die Tiere halten, klar, auch wenn das nicht die ausschlaggebende Rolle ist. Aber ja, die Tatsache, dass so viel auf das Tierwohl eingegangen wird, ist ja schon mal ein... Aber hier unten ist jetzt auch angezeigt, welches Kapitel das ist. Tierhaltung so schwierig ist sie. Ja. Ja. Viele, dass sie ihre natürlichen Verhaltensweisen nicht ausleben können. Die Kombination aus Platzmangel, Stress, falscher Ernährung und fehlender Beschäftigung führt so oft zu schädlichem Verhalten anderen Tieren gegenüber. Etwas, das man in der Natur fast nie beobachtet. Als Gegenmaßnahme oft genutzt. Ich verstehe total, dass die Illustrationen so ein bisschen verharmlosen, ne? Aber gleichzeitig verharmlost das und trivialisiert natürlich auch total, was eigentlich passiert. Diese Bilder waren zwar jetzt schon so ein bisschen wahrheitsgetreu, wie Hühner am Ende dann aussehen, aber wenn man das Ganze mal wirklich in Bewegbildern sieht, dann finde ich, wird einem das Ausmaß viel bewusster, wenn man diesen Tiere dann auch sieht und denen in die Augen gucken kann und das halt noch nicht mal riecht, noch nicht mal da ist, noch nicht mal das live miterlebt, aber... Glaube ich auch. Andererseits lebt das Video ja von diesen Animationen, aber es ist natürlich... Und es würde halt auch nicht safe, nicht so viele Leute gucken. Es löst nicht dasselbe aus, wie wenn man jetzt wirklich Originalausnahmen aus den Mastbetrieben sehen würde. Wir haben aber eben Fotos gesehen, Originalfotos immerhin. Ja, das stimmt. Hühnern den Schnabel stutzen und Schweinen den Schwanz kopieren. Ohne Narkose. Wenn wir nun weniger Fleisch essen würden, bräuchte es insgesamt weniger Tiere. Der Platz pro Tier steigt, einige Haltungsbedingungen könnten sich verbessern, theoretisch. Dafür ist aber auch die Politik gefordert. Sie müsste die problematische Massentierhaltung einschränken. Das wäre nicht nur ein gravierender Unterschied für die Tiere, sondern für die gesamte Umwelt. Ihr erinnert euch ja noch... Es ist halt schon krass, dass es super viele Aspekte gibt, die für uns alle so offensichtlich inzwischen sind und für Konsumierende so offensichtlich sind und ganz, 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 ganz schlimme Dinge auf der Welt passieren und teilweise Videos darüber gemacht werden, teilweise Riesenskandale rauskommen. Und was passiert? Nichts. Nichts. Ich finde zum Beispiel auch, keine Ahnung, wie viele Skandale es noch braucht in der katholischen Kirche, was Kindesmissbrauch angeht, bis halt irgendwann mal jemand sagt, wir müssen da mal Konsequenzen draus ziehen, weil es hat
bisher gefühlt keine. Also wir reden alle drüber, sind alle mega schockiert kurz und dann ist es so, ja, okay, machen wir jetzt weiter. Und dasselbe ist ja letztlich auch, als wir damals in der Schweinemast waren und rauskamen und ich weiß noch, ich bin mit der Erwartung zu Stern TV gegangen, dass ich dachte, Alter, das wird jetzt richtig was rasieren. Und es war halt für eine Woche krass und dann war es halt wieder back to life. Und ich verstehe das natürlich auch, aber es ist so frustrierend. Ja, noch daran. Es verwundert nicht, dass auch dieser Umweg die Umwelt stärker belastet. Der Lebensmittelsektor macht jetzt schon 26% der weltweiten Emissionen aus. Davon 75% für Fleisch und Fisch. Besonders interessant ist der Klimaaspekt, wenn man ihn auf das Gramm Protein rechnet. Denn das wollen wir ja vorrangig mit Fleisch zu uns nehmen. Dazu nochmal die nackten Fakten. Der Wochenbedarf Protein erzeugt, plakativ gesagt, entweder 210 Kilogramm CO2 oder nicht einmal 1-2 Kilogramm, je nachdem, ob wir Rind oder Erbsen essen. Der Grund? Ich weiß nicht genau, ob Sie jetzt hier wirklich nur das CO2 zählen oder auch CO2-Äquivalente oder ob das CO2-Äquivalente sind, wo Sie auch quasi andere Treibhausgase mit einberechnet haben. Was man bei Fleisch vielleicht fairerweise dazu sagen muss, dass auch ein großer Anteil von den CO2-Äquivalenten von Methan ausgemacht werden. Und die Bewertung von Methan kann man aber immer nicht so ganz gleichsetzen mit der Verbrennung fossiler Ressourcen, also fossiler Gase oder Kohle. Deshalb sind solche Grafiken, ich will jetzt nicht unterstellen, dass die falsch ist, aber manchmal ein bisschen quasi suggestiv und nicht ganz fair der Umweltbilanz von tierischen Produkten gegenüber. Okay. Ohne dass ich das jetzt professionell komplett einordnen kann, ich will es nur der Fairness halber mal sagen, dass das Methan-Thema, das muss ich auch noch besser lernen, ein schwierigeres ist. Voll. Das Ding ist halt, was man immer bedenken muss, warum das so schlimm ist, ist letztlich, weil Tiere ja einfach super viel Essen brauchen und das Essen, was die Tiere brauchen, muss angebaut werden. Also eigentlich könnte man ja quasi diesen Umweg über das Tier auch komplett ersparen und dadurch ist es automatisch schlimmer, weil ja immer das Tier on top sein wird. Und der Transport, die Schlachtung, alles, was dazu kommt. Und die Lagerung. Heizung von Hallen oder Ställen. Ja. Also das sind auf jeden Fall Traktoren und bla, das sind ja auch auf jeden Produktion Fall dann auch, von Antibiotika. Das sind dann die Punkte, wo auf jeden Fall auch CO2 aus fossilen Quellen in die Luft geblasen wird. Protein aus Fleisch ist einfach ineffizient. Wir verfüttern viel Protein, das meiste geht aber flöten. Beim Rindfleisch bleiben nur 4% übrig. Beim Schwein immerhin mehr als doppelt so viel und bei Geflügel fast 5-mal so viel. Ist besser als nix, aber wir kriegen weniger raus, als wir reingeben. Und das sieht dann nachher... Auch wieder gefährliches Halbwissen von mir. Ich meine aber, dass zum Teil auch tatsächlich Teile der Nutzpflanze verfüttert werden, die für uns nicht verwertbar wären. Ja, das stimmt. Und man könnte daraus jetzt meinetwegen Biogas herstellen und das wäre natürlich auch gut, dann hätten wir die irgendwie auch genutzt. Aber ich weiß jetzt auch wieder nicht genau, welche Zahlen, da müssen wir jetzt die Quellen prüfen. Ja. Aber kann natürlich sein, dass es jetzt auch hier wieder ein bisschen überdramatisiert ist. Mhm. Einfach nur der Fairness halber, wollte ich das anmerken. Ist sehr gut. Ja, quasi so aus. So viele Treibhausgase stecken hinter einer Portion Spaghetti Bolognese. Und so viel... Bolognese heißt das, glaube ich. Wollte ich nur einmal kurz korrigieren. Viel ja hinter Spaghetti Sojanese oder so. Das spart pro Portion 1 Kilo CO2. Aber das CO2 ist nicht das einzige Problem für die Umwelt. Das nächste... Okay, also geht's bislang wirklich nur um CO2. Ja. Tierhaltung und Futtermittel verbrauchen große Flächen und Wasser. Gerade wenn intensiv angebaut wird, gehen kleine und große Ökosysteme verloren und die Artenvielfalt sinkt. Bisher hat der Mensch die Hälfte der nutz- und bewohnbaren Landmasse in Agrarflächen umgewandelt. Davon wiederum sind ganze 77% nur für die Tierindustrie da. Ich glaube, ich bin auch da wieder Spielverderber und sage, dass da auch, glaube ich, teilweise aber Flächen drin sind, die wir nicht anderweitig nutzen könnten. Genau, halt so große Graslandschaften und sowas. Es gibt auf jeden Fall diese Flächen, aber die Frage ist halt, ob das jetzt nicht schon, wissen wir zum Beispiel nicht, ne? Ich glaube aber schon, dass jetzt hier auch meinetwegen, also so Wiesenlandschaften, die irgendwie nicht fruchtbar sind, wo man dann Kühe weiden lässt. Ich glaube, die sind in solchen großen Zahlen schon mit drin. Weiß ich auch nicht wieder genau. Mit weniger Tierhaltung wäre auch weniger Fläche nötig. Ganz ohne wäre es natürlich noch deutlicher. Das ist quasi für mich die wichtige Quintessenz daraus. Ja, die Zahlen, ich wünschte mir auch, dass das alles immer 100% akkurat wäre. Aber die Quintessenz ist halt, wir brauchen auf jeden Fall viel mehr Fläche oder wir könnten viel mehr Fläche für uns nutzen und sinnvoll nutzen. So groß wie der Konsum tierischer Produkte heute ist, ist es halt einfach für unseren Planeten nicht mehr stemmbar. Würde man auf 36% der Agrarfläche pflanzliche Lebensmittel anbauen, ließen sich der weltweite Kalorien- und Proteinbedarf decken. Die übrige Fläche wäre dann verfügbar für natürliche Landschaften und geschützte Lebensräume.
oder Hochhäuser. Die Fleischproduktion verbraucht aber nicht nur Platz. Wobei, habe ich neulich eine Statistik zu gesehen, ich glaube nur 1% der Erdfläche sind Städte und Straßen und so. Fand ich erstaunlich wenig. Das ist ja krass. Das fand ich, also wieder gefährliches Halbwissen, aber es war, ich dachte so, hä? Wir kommen zu Halbwissen. Ja, wir pflastern doch alles voll. Aber wenn man sich Russland oder China, das sind ja so, also so viel Fläche einfach, die ja, nichts ist. Ja, voll. Spannend. Sondern außerdem sehr viel Wasser. Für ein Kilo Rindfleisch braucht man etwa 15.000 Liter Wasser. Für ein Kilo Hülsenfrüchte wie Soja mehr als dreimal weniger. Und für Gemüse... Stimmt das? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich glaube nicht, dass diese, das ist ja so dieses virtuelle Wasser, das ist ja auch ein bisschen in Kritik. Ne? Also genau so kann man das auf jeden Fall nicht verwerten. Ich weiß, dass die Zahl deutlich niedriger sein müsste, meines Erachtens. Ich weiß nicht, wie viel niedriger. Ich habe sowas wie 9.000 im Kopf, aber maybe I'm verdoing myself. Also ich hänge mich jetzt gar nicht so sehr auf den 15.000 an sich auf, sondern die reine Zahl ist gar nicht unbedingt so relevant. Weil wie du gesagt hast, es geht um virtuelles Wasser. Ja. Manches Wasser ist Regenwasser, was irgendwie sowieso einfach da ist. Das Problem ist, wenn in Regionen, wo sowieso Wasserknappheit herrscht, das wenige Wasser dazu benutzt wird, um Ackerfläche zu bestellen, um Tiere zu füttern und zu tränken, das Fleisch dann zu uns nach Europa exportiert wird und wir sozusagen die Wasserressourcen in wasserarmen Ländern mit unserem Konsum aufbrauchen. So ist es zum Beispiel auch so, wenn du eine Avocado isst und die aus Spanien holst, dann braucht diese Avocado in Spanien viel, viel mehr Wasser als eine Avocado, die du aus einem tropischen Gebiet holst, wo es natürlicherweise viel mehr regnet und somit nicht unbedingt klimaschädlich, also zumindest was den Wasserverbrauch angeht, deutlich andere Werte rausgibt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass ein Tier, also jetzt wenn wir uns überlegen, wir pflanzen einfach nur die Pflanzen an, Soja für uns oder für die Tiere, ist es natürlich wieder sinnvoller, diese Fläche für uns zu nutzen und zu sagen, wir essen direkt das Soja, anstelle dieses Wasser für Soja zu benutzen. Ob es jetzt viel regnet oder nicht, ist daher erstmal irrelevant. Und dann zu sagen, okay, das Tier braucht halt über mindestens, je nachdem, 1,5 bis 6 Monate, bei Rindern sind es ja knapp 6 Monate, Wasser, um zu überleben. Dann die Schlachtung. Schlachtung verbraucht unfassbar viel Wasser tatsächlich. Der gekühlte Transport ist eher wieder CO2 und dann, ja genau, das war es ja eigentlich schon, aber... Und Wasser ist einfach die wichtigste Ressource auf unserem Planeten. Es gibt schon und es wird auch noch weitere Kriege deshalb geben. Flucht, Vertreibung ist ein Thema, wenn es um Wasserknappheit geht. Also wir müssen es wirklich gerecht... Yay, Klimakrise, yay. Ja, wir müssen es wirklich gerecht irgendwie auf der ganzen Welt aufheilen. Wasser sollte einfach echt for free sein, ne? Water is a human right. Gemüse fast 50 Mal weniger. Gemüse! Das Verhältnis allein ist aber gar nicht so entscheidend, denn mehr als 90% des Wassers ist schlichtweg Regenwasser. Wichtiger ist, wie viel... Wir hätten uns alles, was wir gerade gesagt haben, sparen können. Alles. ...viel zusätzlich entnommen wird, zum Beispiel aus dem Grundwasser. Hier sind es beim Rindfleisch 550 Liter, also fast viermal mehr als bei Hülsenfrüchten. Und wichtig ist auch, wie viel nötig ist, um Wasser wieder nutzbar zu machen, das durch Dünger und Pestizide verschmutzt worden ist. Habe ich zum Beispiel noch gar nicht bedacht. Treibhausgase, Platzbedarf, Wasserverbrauch. Umweltzerstörung und Klimaveränderung werden früher oder später teuer. Würde der Fleisch... Ich möchte noch mal ganz kurz einwerfen, dass ich nicht an die Klimakrise glaube. Ich glaube, das ist alles eine Verschwörung. Das ist ein Hoax. Ein Hoax. Das ist, gibt's Fleischpreis, gar nicht. Solche Folgekosten enthalten, würde ein halbes Kilo gemischtes Hack nicht 2,99 kosten, sondern 8,16 Euro oder noch mehr, haben Forschende errechnet. Ich habe auch zu dem Thema mal einen Post gemacht, Werbung in eigener Sache, wo diese, was sind das, True Costs, auch auf Bioprodukte umgemünzt wurden. Und dabei ist rausgekommen, dass auch Bioprodukte genauso klimaschädlich sind wie... Meinst du jetzt bei tierischen oder bei... Bei tierischen, wie die konventionell erzeugten. Weil die mehr Fläche brauchen? Nee, ich weiß nicht genau. Und länger, also Tiere in der Bioproduktion vielleicht eventuell länger, ich kann mir vorstellen, dass das was mit länger leben und mehr Fläche und so. Ja, es ist weniger effizient, dadurch, dass man natürlich auf bestimmte Produktionsmittel und ich weiß nicht, Düngemittel vielleicht und so verzichtet. Auf Bio zurückzugreifen, schafft jetzt keine Abhilfe, wenn wir diese Warenkosten, diese Klimakosten von Fleisch mit einkalkulieren. Also, je stärker der Konsum, je intensiver die Tierhaltung, je billiger das Fleisch, desto stärker leidet die Umwelt darunter. Gucken wir jetzt mal auf Ernährung und Gesundheit. Bin ein bisschen gespannt, muss ich sagen. Wir erinnern uns, Fleisch ist ein Allrounder, also viel Protein ist da drin. Aber das liefern getrocknete Sojabohnen, Erbsen, Nüsse, Lupinen genauso. Oder sogar noch mehr. Ich glaube, ich meinte Lupinen. Ah ja. Gute Aminosäurenspektrum. Ja? Ich glaube. Ich bin mir nicht 100% sicher. Das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall viel Protein habe. Ich glaube, dieses Video wird enormen Mehrwert, wenn es um gefährliches Halbwissen geht. Was Fleisch vielleicht neben viel Protein überraschend noch zu bieten hat, Äpfel. Vitamine. Da wäre gerade das Vitamin B12. Oh Gott. Vitamine. Nee. Also ich meine, ja, natürlich, das stimmt. Ja. Aber ich überlege gerade kurz ein Äquivalent. Also was Cola richtig viel zu bieten hat, ist Wasser. Das wollte ich nur kurz erwähnen. Super viel Wasser.
das nur in tierischen Lebensmitteln enthalten ist. Stimmt. Das müssen Veganer und auch manche... Stimmt eigentlich nicht. Es ist auch woanders enthalten, aber wenn es jetzt darum geht, aus, ich sag mal... Also es gibt keine verlässliche pflanzliche Quelle, die genügend B12 bietet, um zu sagen, wir müssen es nicht zusätzlich zu uns nehmen und supplementieren. Auch in Fäkalien und in manchen Böden ist Vitamin B12 enthalten, aber dann müsstest du ein Kilo Erde am Tag fressen und das ist nicht gut, so. Gut, ich mach das. Weil du Supplemente so, so grausam findest. Ich mag einfach Tablettenschluck nicht, ich esse lieber Erde. Auch manche Vegetarier supplementieren, ist aber einfach. Fleischesser müssen aber auch aufpassen. In einigen Fleischsorten steckt Vitamin B12 auch nur in geringen Mengen. Wer vor allem Hühnchen isst, kann damit zwar seinen Proteinbedarf decken, aber für Vitamin B12 reicht es nicht. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass dieses ganze Proteinthema, also natürlich sind Proteine total wichtig, aber ich glaube, in Proteinmangel zu rutschen, ist tatsächlich extrem schwer. Was nicht bedeutet, dass man darauf achten sollte, seinen Proteinbedarf, also um die 0,9 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, zu decken. Aber selbst wenn man das jetzt ein paar Tage mal nicht tut und dann wieder doch darauf achtet, dann wird der Körper fällt halt nicht sofort, ne? Das macht es aber auch ein bisschen tückisch. Gerade was so Mangelerscheinungen angeht, ist es echt, echt schwierig, die aufzudecken, weil das ja oft auch schleichende Prozesse sind und so sehr allgemeine Symptome, finde ich. Dann ist es auch nochmal super schwierig, die einzelnen hervorzuheben. Und gerade B12-Mangel kann sehr, sehr gefährlich werden. Aber auch bis zu einem bestimmten Punkt reversibel, also umkehrbar. Auch nochmal wichtig. Nicht aus. Täglich bräuchte man 800 Gramm Hühnerfleisch oder auch mal Leber. Denn Fleisch enthält zwar weitere Vitamine, in wirklich relevanten Mengen stecken die aber nur in den... Ach, ein bisschen krass, wie sie das Huhn so auseinandernehmen und die Organe so rauskommen. In den Innereien. Die grobe Faustregel lautet, in rotem Fleisch stecken die meisten Nährstoffe. Übrigens zeigen Fleischesser oder... Das ist aber auch die, die am meisten krebserregend. Die meisten Nährstoffe unter den Fleischkategorien. Ja. Mischköstler, wie man sie auch gerne nennt, in bestimmten Studien sogar häufiger Nährstoffdefizite als Vegetarier oder Veganer. Zum Beispiel bei Folsäure. Und mehr Fleisch bedeutet oft auch weniger... Folsäure eigentlich vegan, das kommt von Fohlen, oder nicht? Weniger Ballaststoffe. Die stecken vor allem in Obst, Gemüse oder Pilzen und sind... Tatsächlich muss ich noch mal kurz was sagen. Ich habe vor kurzem bei Instagram ein Q&A gemacht, da hast du es auch gesehen. Ich gucke deine Storys nicht. Alles klar, gut, sehr gut. Ich weiß, also mich haben Leute gefragt, so hey, Medizinstudium, wie viel Ernährung hast du gemacht? Und ich habe gesagt, super wenig, ich glaube ein paar Stunden oder so. Aber ich erinnere mich immer noch daran, dass wir im Chirurgie-Block, den wir hatten, also es wurde in Blöcke eingeteilt, haben wir darüber gesprochen, dass Darmkrebsrisiko bei rotem Fleisch deutlich erhöht wird. Also dass es ein großer Risikofaktor ist. Und das war 2009, 2010 gewesen sein. Also es ist jetzt 12 Jahre her und da wurde es auf jeden Fall schon ganz klar thematisiert, dass rotes Fleisch ein großer Risikofaktor für Darmkrebs ist. Finde ich immer schon mal etwas. Ziemlich gesund. Für manche gilt daher, wer weniger Fleisch isst und dafür mehr Gemüse, kann sogar besser mit Nährstoffen versorgt sein. Oft auch, weil er sich mehr Gedanken macht. Leben solche Menschen also gesünder? Leben Veganer deshalb länger? Es gibt unzählige Studien dazu, aber die Antwort ist gar nicht so leicht. Ernährungsstudien sind immer so eine Sache. Oft lässt sich nicht sagen, ob nun der Fleischkonsum oder doch das Rauchen, ob zu wenig Sport oder andere Faktoren die Schuld an schlechter Gesundheit haben. Man muss ja auch sagen, dass Menschen, die vermehrt auf gesunde Ernährung achten, und jetzt ist vegan, hat ja erstmal nichts mit gesund zu tun, also vollwertig pflanzliche Ernährung achten, sind in der Regel ja auch Menschen, die sich mehr bewegen, in der Regel Menschen, die nicht rauchen, in der Regel Menschen, die nicht super viel Alkohol trinken. Ne? Natürlich, klar, es gibt immer auch genetische Komponenten und es gibt sowas wie Stress, also sozialer Stress oder mentale Gesundheitsfaktoren in Form von Krankheiten, die man hat, Depressionen, alles mögliche. Es gibt so viele Sachen, die damit einfließen. Ernährungsgewohnheiten, wie ernähre ich mich, wie ist meine Veranlagung, wie ist meine Verdauung. Also es ist halt einfach super schwierig, das pauschal zu sagen. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass Menschen, die auf gesündere Ernährung achten, in der Regel halt auch einfach einen gesünderen Lifestyle haben. Ja. Und in solchen Studien gibt es durchaus Methoden, um einen bestimmten Faktor zu exkludieren und zu sagen, okay, der Anteil ist jetzt Fleisch, der Anteil ist das Rauchen. Ja, aber offenbar immer nicht ganz sauber und es gibt halt auch Scheinkorrelationen, wo man halt nicht genau sagen kann, ist es jetzt wirklich das und es ist wirklich das. Rechnet man diese Faktoren heraus und schaut man viele Studien gesammelt an, dann zeigt sich meist, dass Fleisch mit höheren Krankheitsrisiken einhergeht. Genauer gesagt rotes und vor allem verarbeitetes Fleisch. Das Risiko für Diabetes, Darmkrebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt mit höherem Fleischkonsum. Anders gesagt, wer 50 Gramm weniger rotes oder verarbeitetes Fleisch am Tag isst, soll etwa das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 9-18% senken.
für dich bedeutet. Ich möchte noch einmal ganz kurz was dazu sagen, weil das sehr wichtig ist. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ich habe selber im Krankenhaus gearbeitet, ist die Nummer 1 Todesursache in den Industrieländern, nenne ich sie jetzt mal, in den wirtschaftlich stärkeren Ländern, globalen Norden, maybe. Es ist wirklich die Nummer 1 Todesursache und das mit Abstand, finde ich schon relativ wichtig zu erwähnen. Tendenziell von dem, was ich aus dem Krankenhaus berichten kann, das ist natürlich sehr anekdotisch, aber es ist halt trotzdem interessant vielleicht, ist über die 7 Jahre, die ich im Krankenhaus gearbeitet habe, mir aufgefallen, dass die Menschen, die einen Herzinfarkt bekommen, immer jünger geworden sind. Also ich hatte... Also nach dem Herzinfarkt waren sie auf einmal 10 Jahre jünger? Ja. Und nach der Reanimation dann nochmal 10 Jahre. Schwierig. Geil. Du hast die Leute verjüngt. Ich habe die Leute verjüngt, ja. Zu dem Thema, es sind ja dann auch gesellschaftliche Kosten, also Krankenkassen, also ich glaube, es sind Milliarden und Millionen Beträge, die einfach für solche Lebens-, ich nenne es mal Lifestyle-verursachten Krankheiten einfach entstehen. Haben die Tiere jetzt nichts von, ob man sagt, okay, deshalb muss man das reduzieren, das ist jetzt kein tierethisches Argument, aber eine Gesellschaft und auch man persönlich könnte davon profitieren. Voll. Aber es ist natürlich auch eine eigene Entscheidung, wie man seinen Lifestyle gestaltet und aber, ob man das Risiko eingeht. Ja, aber es ist ein wichtiger Punkt, dass du sagst, dass es am Ende trotzdem mega viel Einfluss hat auf die Kosten, die wir generieren. Und das ist das, was ich immer so kurzsichtig finde, sowohl was die Versicherung angeht, die einfach von vornherein sagen müssen, ey, wir fördern das. Wenn wir euch bilden bezüglich gesunder Ernährung und wenn ihr euch gesund ernährt und wir versuchen, das zu fördern, gleichzeitig vom Staat ist es nicht so smart, weil es würde uns halt Milliarden an Kosten ersparen, wenn Menschen sich bewusster und gesünder ernähren. Die meisten wissen es einfach aber auch nicht. Mhm. Wenn ich auch in die Schulzeit zurückdenke, warum ist Ernährung kein Fach? Es ist es, aber halt echt nur in ganz speziellen... Ich hatte es auch nicht, aber in so ganz... Gesundheit und Ernährung gibt es halt in bestimmten... Ich weiß auch nur auf... Ich weiß nicht, in was für Schulen oder... Ich hatte es auch nie, aber es gibt wohl einige Schulen oder ich wollte gerade sagen Studiengänge. Wie nennt sich das dann? Schulgänge. Wo das thematisiert ist. Ja. Bedeutet das, als gesunde Nichtraucherin unter 40 hast du im Schnitt ein Risiko von 1-5% in den nächsten 10 Jahren an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken. Grob gesagt verdoppelt sich dieses Risiko alle 10 Lebensjahre. Was man vielleicht dazu sagen soll, weil wir eben diese Prozentzahlen gesehen haben, es hängt ja auch immer davon ab, wie hoch ist die Ausgangsinzidenz. Wie viele Menschen erkranken wirklich durch Rauchen oder durch Fleischkonsum an Herz-Kreislauf-Geschichten? Mhm. Und dann, wenn das Risiko dann 1-5% weniger ist, dann heißt es auf 1000 Leute gerechnet, vielleicht auch nur eine Person weniger erkrankt, wenn man weniger Fleisch konsumiert oder weniger raucht. Ja. Also diese Prozentzahlen sind, wenn man sie so hinknallt, manchmal auch ein bisschen schwierig einzuordnen. Ja, weil wir nicht und sehen wissen, größer was, aus, als es dann vielleicht im Endeffekt. Wir wissen nicht, wie groß die Zahlen von den Studien sind, die sie da quasi für benutzt haben. Ja. Wer als junger Mensch nun täglich auf 50 Gramm Fleisch verzichtet, reduziert das Risiko um 18%. Beispielsweise von 5 auf etwa 4%. In höherem Alter dann von 18% auf 15%. Noch so ein Thema sind Antibiotika. Durch die vielen Tiere auf engem Raum sind sie in der Massentierhaltung dauernd im Einsatz. Mit etwa 370 Kilogramm Fleisch bekommt man eine Dosis Antibiotikum zusammen. Das wäre erstmal nicht so tragisch. Die man quasi zu sich nimmt? Oder die irgendwie in ein Tier gejagt wurde? Wenn wir 370 Kilogramm Fleisch konsumieren, kommt für uns eine Dosis Antibiotika zusammen. Sie hat jetzt aber gerade gesagt, das wäre noch nicht so dramatisch. Aber ich will das auch noch zu Ende hören. Ich weiß nicht, was das jetzt kommt. Gefährlich kann es aber werden, wenn sich durch den stetigen Antibiotika-Einsatz resistente Keime bilden. Ich glaube, es geht nur um den Einsatz. Nicht dadurch, dass man quasi, dass es 370 Kilogramm Fleisch zu essen, so ist, als ob man sich eine Spritze gibt. Nee. Werden die dann über Fleisch auf den Menschen übertragen, können sie den Behandlungserfolg mit Antibiotika gefährden. Ja. Du als Krankenhausarzt, sind da multiresistente Keime ein Thema? Ultra schlimm, richtig schlimm. Das ist wirklich mehr geworden und auch am Ende richtig schlimm geworden. Und das Problem ist ja, dass an sich die multiresistenten Keime für einen gesunden Menschen in der Regel kein Problem sind. Es geht da vor allem um Menschen, die krank sind und bei denen die Therapieoptionen relativ limitiert sind. Und wenn du dann einen Patienten hast, der einen multiresistenten Keim hat, und da gibt es natürlich große Unterschiede, ne? Es gibt irgendwie, also ich will jetzt nicht anfangen, Namen zu nennen, aber ich weiß immer noch, dass es immer ein Thema war. Und natürlich auch die Kosten, die damit verbunden sind, der Mehraufwand, personelle Mehraufwand, die Umweltaspekte davon, also du musst dich immer 10-fach schützen, du musst 10-fach desinfizieren. Die sind viel mehr Aufwand für die Pflege. Naja, und halt die Sterberate ist deutlich höher, ne? Weil irgendwann ist es dann einfach so, dass es immer weniger Optionen für Menschen gibt, wir immer mehr ausschöpfen müssen, was es für Antibiotika gibt. Ja. Also es ist auf jeden Fall Thema. Aber die multiresistenten Keime kommen jetzt nicht nur dadurch zustande, dass in der Massentierhaltung Reserveantibiotika und Antibiotika benutzt werden. Ist auch problematisch, aber ich glaube, es gibt auch noch... Ich könnte jetzt nicht sagen, das ist der Hauptproblem.
Aspekt. Also ich weiß, dass wir viel mehr Antibiotika in der Welt für Tierhaltung brauchen als für Menschen. Mhm. Deutlich mehr. Mhm. Ich würde sagen, dass auch mehr dadurch entstehen. Aber natürlich ist es auch durch inadäquates quasi Verschreiben von Antibiotika, also frühzeitiges Verschreiben, zu breites Verschreiben, zu frühes Abbrechen von Antibiotikatherapie, dass es dadurch natürlich auch zu Resistenzen kommt. Und das ist halt einfach ein Riesenproblem. Heißt also, weniger Fleisch und bessere Tierhaltung können das Risiko einiger Krankheiten wie Herzinfarkte reduzieren. Je weniger, desto besser für uns. Und in Zukunft? Na, der Klimawandel kann die Ernteerträge schmälern für pflanzliche Nahrung, / Tierfutter. Gentechnisch veränderte Nutzpflanzen könnten eine Lösung sein. Und auch der Markt. Das ist aber ein Monster. Gentechnik mögen wir nicht. Da sterben wir alle von. Ich glaube ja generell. Ist auch ein ethisches Thema tatsächlich. Ja? Ja. Können wir Gott spielen mit Pflanzen und so? Ich glaube aber, ich bin da zu wenig informiert, um da eine richtig klare Position zu haben. Ich glaube aber, wenn wir Pflanzen genetisch so verändern können, aber das haben wir doch eh schon. Also Pflanzen sind absolut, eh schon verändert. Dadurch durch Zuchtfolgen und so weiter. Und ich glaube, man kann relativ sicher sagen, dass man bei der Gentechnik auch nur das Ergebnis erzielt, was man sonst mit jahrelanger Zucht einfach mühsam irgendwie hinkriegen müsste. Ich bin zu wenig im Thema drin, aber ich glaube auch, dass wenn Gentechnik dabei helfen würde, die Erträge zu steigern in trockeneren Böden, in ärmeren Regionen auch sichere Nahrungsmittel herzustellen. Ist auch wieder eine ethische Frage, dann müsste man das ja eigentlich machen. Markt für Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis wird weiter wachsen. Schon heute machen sogar große Wursthersteller mehr Gewinn mit Fleischersatz. Da gibt es ja auch so diese ewige Frage, wie ist denn das jetzt, wenn wir die unterstützen? Unterstützen wir beide nicht? Also natürlich habe ich immer so diesen Zwiespalt, dass ich mir denke, wenn ich Produkte von einer Firma kaufe, die beides anbietet, dann befeuere ich natürlich damit auch, dass die den Fleischkonsum weiter ankurbelt. Also cool wäre eigentlich, wenn diese Marken sagen, hey, alles, was wir über die pflanzlichen Produkte einnehmen, wird auch reinvestiert in pflanzliche Produkte und zwar ausschließlich. Dann wäre es natürlich ziemlich cool. Aber das machen sie ja nicht. Ja, wobei man bezahlt dann ja auch, wenn man das Produkt einer Fleischerei kauft, ein veganes Produkt, man bezahlt ja wirklich dann nur für das vegane Produkt und bietet diesem Unternehmen vielleicht die Chance, irgendwann mal komplett fleischfrei zu sein. Ich bin da selbst aber auch nicht ganz rational, weil wenn ich zum Beispiel, also Rügenwalder Produkte zum Beispiel, habe ich irgendwie kein Problem mit, die vegan zu kaufen. Wenn ich aber die vegane Marke von Tönnies sehe, ich glaube, die heißt, oder die Range, die ist von Gutfried, heißt das. Ah, okay, da bin ich auch raus. Die kaufe ich nicht. Und das liegt aber auch an Tönnies. Ja, weil Tönnies halt irgendwie einfach ein Kack-Image hat. Aber ich bin da irgendwie auch noch nicht 100% stringent in meinem Verhalten irgendwie. Also ich glaube, wenn wir auf die Basis des Veganismus gehen, bedeutet die ethische Entscheidung, dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall sinnvoll, Menschen mehr Möglichkeit zu geben, vegane Produkte zu konsumieren, weil sie eher dazu bringt, eine ethische Entscheidung zu treffen und anstelle von einem Produkt, was garantiert mit Tierleid verbunden ist, eins zu nehmen, was mit deutlich weniger Tierleid verbunden ist. Aber gleichzeitig muss man sich dessen bewusst sein, dass wir in einem kaputten System leben, in dem wir das immer wieder befeuern werden und es keine komplett leidfreie Lösung gibt. Aber ich glaube trotzdem, dass es weiterhin sinnvoll ist, dass es immer mehr Optionen gibt. Das Problem, was mich halt hauptsächlich nervt, ist, dass diese Produkte so teuer sind, dass es halt als Luxusprodukt gilt und dass viele Menschen einfach sagen, ja, also vegan ist ja auch mega teuer, weil so ein Ersatzprodukt ist ja natürlich Steuern, Subventionen, also, aber es ist halt schon scheiße. Ja, also ich glaube, man kann absolut Produkte auch von, also vegane Produkte von meinetwegen Unternehmen kaufen, die auch Fleisch produzieren. Wir kaufen ja auch in Supermärkten, die auch Fleisch verkaufen und auch mit Fleisch ihr Geld verdienen. Also wir müssen es wirklich nicht komplizierter machen, als es sowieso schon ist. Ja. Geh mal zu Alnatura, zu Edeka, da wird halt auch, ja. Zuletzt bleibt noch der Traum vom Clean Meat. Dem Fleisch aus dem Labor. Man bekommt quasi echtes, aber vegetarisches Fleisch. Mach mal kurz Daumen hoch oder runter, wie du dazu stehst. 3, 2, 1. Okay, das finde ich gut. Also ich bin jetzt nicht, ich sage jetzt nicht komplett so, ich sag aber. Ich sag 90% in der Tendenz, ich sag auch 85%. Weil die Kuh zwar noch gehalten, aber für das Steak nicht mehr getötet wird. Aber das ist halt so die Frage, muss man immer noch quasi eine Kuh verletzen und ihr Stammzellen entnehmen, um dieses Fleisch zu produzieren? Du nimmst halt das Tier nicht aus der Gleichung raus, ne? Nee, nicht ganz, genau. Aber und das wird immer weiter auf Kosten der Tiere gehen. Es wird halt immer so sein, dass wir instrumentalisieren. Das ist die Frage. Ich dachte, man kann diese Stammzellen dann irgendwann auch losgelöst vom Tier weiter züchten und braucht das wirklich gar nicht mehr. Wenn das der Fall wäre, dann wäre das sehr, sehr gut. Ja, und das dachte ich. Und was man sehr, sehr gut. Am Anfang brauchte man noch eine Nährlösung aus fötalem Kälberserum. Ja, das heißt, man musste eine schwangere Kuh schlachten und das ungeborene Kalb irgendwas musste man dem abpumpen und das in die Nährlösung geben. Davon ist man mittlerweile aber weg. Ich glaube auch. Also zumindest, weil mein letzter Stand war, dass man daran gearbeitet hat und dass das so aussieht, als ob das bald abgelöst wird. Aber wenn es schon komplett weg ist, umso besser. Ich weiß auch nicht. Es heißt ja auch immer, in 5 bis 10 Jahren ist es endlich marktreif, aber das heißt es auch schon ungefähr seit 30 Jahren schon. Das wird erst in den kommenden Jahren und Jahrzehnten so richtig relevant.
Und da stehen wir jetzt. Klar, für die Tiere und die Umwelt wäre ein Komplettverzicht auf Fleisch das Beste. Keine Frage. Also vor allem für die Tiere, für die Umwelt könnte geringe Mengen supporten. Was? Die Umwelt könnte geringe Mengen tierischen Konsum supporten. Ja. Also es gibt zum Teil sogar die Gesundheit auch. Es gibt zum Teil sogar einfach tierische Produkte, die ökologisch vorteilhafter sind, als dort jetzt ausgerechnet pflanzliche Nahrungsmittel zu erzeugen. Wahrscheinlich auf Regionen und Ursprung. Ja, genau, auf bestimmte Regionen bezogen. Hier klingt es jetzt so, als ob der vollständige Verzicht das absolut Beste wäre, muss aber nicht sein. Es hat teilweise dann auch in ganz geringem Maßstab ökologische Vorteile. Aber global betrachtet, jetzt auf die gesamte Menschheit, wenn der gesamte Planet aufhören würde, würde ich trotzdem sagen, dass es ein massiver Profit ist versus irgendwie 10% weiter Tiere oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, wie hoch die Menge tierischen Anteils ist, die die Umwelt supporten könnte. Wir wollen uns aber auf den ethischen Aspekt fokussieren und der ist eindeutig. Was jetzt hier nicht mit drin ist, ja, man könnte ja auch Fische nehmen, die sich irgendwie im Meer ohne Fläche, ohne Flächenverbrauch, ohne irgendwie, dass man da Ressourcen reingeben muss. Haben sie gar nicht wieder mit behandelt. Ne? Nee, können sich zum Teil relativ schnell dann auch reproduzieren. Klar, Überfischung ist aktuell auch ein großes Problem. Riesenthema, auch was die Klimakrise angeht, was unsere Meere angeht. Aber theoretisch wäre in einer fernen Zukunft es auch möglich, quasi nachhaltig bestimmte Mengen von Fischen zu essen. Aber es wäre halt nicht vegan und es wäre nicht unbedingt die ethischste Möglichkeit. Mhm. Realistisch ist das aber nicht. Vor allem nicht weltweit. Weitermachen wie bisher ist aber auch keine Option. Denn wir haben es mit dem Konsum wirklich ziemlich auf die Spitze getrieben. Und die Priorität lautet gerade vor allem günstig und in Massen. Günstig und gleichzeitig gesunde Ernährung mit Fleisch. Am besten aus Superhaltung, natürlich ohne große Klimasorgen. Ja, das ist leider krasses. Mein Problem ist immer so ein bisschen, dass, wenn man das sieht, dass, glaube ich, 90% der Menschen sagen werden, ja gut, aber ich esse ja auch ganz wenig Fleisch und wenn, dann achte ich darauf, wo es herkommt. Ich bin auf jeden Fall nicht das Problem. Diese Massen, das finde ich auch total problematisch, auch dieses Massentierhaltungsfleisch. Weil das war, so war ich früher auch und ich habe das null wirklich selbst wahrgenommen, bis ich damit aufgehört habe, bis ich mich selber aktiv damit auseinandergesetzt habe. Dann kam erst so der Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, das stimmt, als ich da essen war, habe ich auch einfach Fleisch bestellt. Mhm. Oder als ich mir das gekauft habe oder da war oder im Urlaub, habe ich auch Ausnahmen gemacht. Und dann im Flugzeug habe ich das Essen bekommen, das war ja auch Fleisch. Weißt du, also das halt... Sich dann doch auf. Genau. Und viele Leute denken immer, sie essen nur ganz wenig. Vielleicht essen auch einige nur ganz wenig. Weil du es halt auch gut ausblenden kannst. Das ist ja auch das Ding. Es kann auch sein, dass es Leute gibt, die wirklich wenig essen. Es mag ja sein. Ich wünsche mir immer, dass es ein stetiger Prozess ist, in den man als Anlass nimmt, weiterzumachen, weiter daran zu arbeiten. Mhm. Natürlich wünsche ich mir, dass alle sofort vegan werden, aber again, Utopie. Können wir vielleicht in einem anderen Video nochmal drüber reden, warum wir jetzt für vegan sind und nicht nur für Reduktion. Ja. So, letzten 40 Sekunden. Das Wunschdenken, wenn wir so weiter essen und produzieren wie jetzt. Also diese sauren Dinger, diese sauren Was Schranken. Aber, wenn wir unsere Prioritäten verschieben? Essen wir weniger Fleisch, braucht es weniger Tiere. Das wären weniger Umweltauswirkungen, weniger Haltungsprobleme. Und auch unsere Gesundheit könnte davon profitieren. Zu einem fairen, aber deutlich höheren Preis. Aber sollten Tiere und Fleisch uns das nicht wert sein? Was meinst du? Schreib's gerne hier in die Kommentare. Also welchen Punkt sie jetzt ja leider überhaupt nicht aufmachen und den wollen wir jetzt dann halt nochmal aufmachen, ohne den jetzt auszudiskutieren ist. Ja, aber man muss die Tiere ja trotzdem töten. Wofür? So. Ja, vor allem, wenn wir es nicht müssen. Aber ein wichtiger Aspekt, den ich auch noch ansprechen wollte, ist die Definition von Veganismus beinhaltet ja, dass es so gut es geht und so umsetzbar wie möglich das Vermeiden der Ausbeutung von Tieren und sich dafür einsetzen, dass Alternativen gefunden werden, bla bla. Dieser Teil mit so gut es geht und so umsetzbar wie möglich ist halt relevant, vor allem für Menschen, die es aus zum Beispiel gesundheitlichen Gründen, aus wirtschaftlicher Sicht nicht können oder eben in anderen Teilen der Welt leben, wo es einfach utopisch ist. Ja, die Inuit zum Beispiel Grönland, die ohne den Walfang oder den Fischfang, wird es da aktuell halt schwierig. Aber es geht halt um diejenigen, die in den Supermarkt geben können, die freie Auswahl haben zwischen einem Fleisch, wofür ein Tier gezüchtet und getötet wurde, oder eben einer pflanzlichen Alternative oder meinetwegen auch einer vollwertig pflanzlichen Alternative, dass man stattdessen sich eine Dose Kichererbsen holt und statt dem Rumpsteak. Ist auch genau so lecker, wirklich. Einfach ein Pot Hummus essen ist genau dasselbe wie ein Steak. Genau dasselbe. Nee, ich glaube, es ist auch eine Frage des Mindsets und der Einstellung. Ich weiß auch, als ich vegan geworden bin damals, und dann höre ich auf zu reden oder wir, habe ich mir einfach alle veganen Produkte geholt und viele davon haben im Nachhinein richtig scheiße geschmeckt. Aber ich fand die geil, weil es mir einfach so Freude bereitet hat, weißt du? Also ich hatte einfach so Spaß daran. Abschließender Satz zu diesem 13-minütigen Video. Das wäre jetzt meine Videofrage. Gefühl? Also ich fand's gut. Ein paar Punkte, wo man wirklich noch hätte mehr in die Tiefe gehen müssen, weil sie sonst vielleicht so ein bisschen...
ich sag mal, unabgeschlossen stehen bleiben. Mhm. Ich fand es jetzt aber, also für meinen Geschmack, relativ pro Fleischverzicht. Deutlich. Oder Fleischreduktion. Deutlich. Ist es ja auch. Aber wie gesagt, in Argumentationen teilweise muss man halt wirklich dann noch tiefer einsteigen. Ja, aber die Frage ist halt, wen erreicht das und welche Menschen sehen das? Und ja. Ich glaube, Quarks ist ja breite Masse. Und ich glaube schon, dass das zumindest bei vielen so hier. Und Tierhaltung haben sie ausführlich diskutiert, Tierschutzethik, was das Töten und Essen von Tieren betrifft. Jetzt hätte man aber noch ausführen können. Ich finde so ist Beispiel, jetzt hier runtergefallen. So ist natürlich dann auch ein veganes Thema, da haben sie sich vielleicht nicht angetraut, weiß ich nicht. Sie haben halt viel über die Haltung gesprochen, aber wenig zum Beispiel darüber, dass das empfindsame Lebewesen sind und wie intelligent Tiere sind. Nicht, dass Intelligenz zum Beispiel eine Rolle spielt, aber dass wir verbinden das ja oft damit, Intelligenz mit Wert, was natürlich nicht stimmt, aber so dieses Schmerzempfinden, dieses Bedürfnis nach Liebe und dieses Leid, also dass wir alle Leid meiden wollen und das irgendwie auch verdient haben, wenn es Optionen gibt, das ist irgendwie. Eine Stelle fand ich stark, wo sie gesagt haben, dass das Wort Nutztier quasi schon die Höherstellung des Menschen über das Tier beinhaltet. Das fand ich ein guter Punkt. Außer bei Gendern, da finde ich es furchtbar. Ja, das nächste Video. Was ich bringt Gendern wirklich? Vielen Dank, dass du in meinem Video dabei warst. Ich werde das nicht hochladen und einfach löschen, glaube ich. Dann haben wir fast eine Stunde hier komplett umsonst verbracht. Haben wir eine Stunde geredet? Ja, wenn ihr noch dabei seid, dann herzlichen Glückwunsch. Tschüss! Sag nicht mal. Ciao!